Eine Vorbemerkung, in den letzten Stunden hat ja bei meinem Besuch die Etikette im Vordergrund gestanden. Der Landrat Herr Heuwinkel, mit dem ich in der Vergangenheit sehr konstruktive Gespräche geführt habe, spricht ja wohl von einem Skandal, weil er über meinen Besuch nicht informiert war. Ich bedauere außerordentlich, dass er nicht informiert war. Ich werde auch in dem Zusammenhang nochmal ein persönliches Gespräch mit ihm suchen. Allerdings sollten wir auch aufgrund der Informationen, die ich heute hier mitnehmen konnte, nicht in erster Linie über Etikette sprechen, über die lässt sich immer streiten, sondern über die Inhalte. Und die stehen für mich im Vordergrund. Die Landesregierung ist in diesen betrieblichen Konflikten kein Schiedsrichter, ich betone das außerordentlich. Konflikte zwischen den Betriebsparteien und auch zwischen einem Unternehmen und einer Gewerkschaft sind auf der jeweiligen Ebene zu regulieren. Es geht hier nicht nur um die Arbeitnehmer, es geht auch um die Patienten. Und viele Privatisierungsaktivitäten zeigen, Rentabilität ist nur herstellbar für die, die Kliniken privat betreiben wollen, über ein Absenken der Einkommensniveaus, der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das kann keine Lösung sein. Ich glaube, Einrichtungen der Daseinsvorsorge, und dazu gehören eben Altenheime und auch Krankenhäuser, müssen unter öffentlicher Kontrolle stehen. Dies heißt nicht, dass sie im öffentlichen Besitz sein müssen. Da kann man sich sehr viele Lösungen vorstellen, aber die Kontrolle muss letztendlich durch die gewählten Gremien ausgeübt werden. Dazu sind Einrichtungen wie in der Krankenversorgung zu wichtig. Die gewählten Gremien der Beschäftigten, das ist eben der Betriebsrat, müssen auch über betriebswirtschaftliche Details informiert werden, müssen die Möglichkeit haben, diese Details auch nachzuvollziehen, einer externen Prüfung unterziehen zu lassen. Dieser bisherige Tarifvertrag, den hat sich die Geschäftsführung, sag ich jetzt mal salopp, ausgesucht. Und wer jemand im Patientenservice arbeitet, der hat nichts mit Gebäudereinigung zu tun. Da sind 8,82 Euro, da gibt es inhaltlich und es gibt keinen Interessensausgleich hinter diesem Tarifvertrag, deswegen sind die Leute auch einfach unzufrieden. Sie sind nicht gefragt worden, sie konnten sich nicht einbringen, sie konnten nicht mitdiskutieren. So. Wenn Sie ein Krankenhaus sanieren wollen über das Absenken von Lohnkosten, dann haben Sie gleichzeitig, müsste man mal spitz ausrechnen, eine größere Zahl an Aufstockern, die den Kommunen finanziell auf die Füße fallen. Was macht das Sinn? Das ist eine saniert und woanders wird gezahlt. Also ich möchte gern verhandeln und natürlich berücksichtigt eine Gewerkschaft auch immer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Betriebs. Das ist doch ganz logisch. Wir haben ja auch nicht irgendwelche verrückten Beschäftigten sitzen, die jetzt wer weiß wie was erreichen wollen, sondern die wollen einen sicheren Arbeitsplatz als erstes und würdevolle Arbeitsbedingungen. So, das ist der Punkt. Und mit 8,82 Euro patientennahe Tätigkeiten etc. pp. Das empfinden die Beschäftigten nicht als angemessen und als respekt und würdevoll. Und deswegen stehen wir hier. Diakonis kann von uns gerne 49% bekommen, haben überhaupt kein Problem mit, aber die 51% sollten halt beim Kreis Lippe bleiben, und so dass eine Kontrolle gewährleistet ist und dass natürlich auch entsprechend der TVÖD und alle anderen Rahmenbedingungen dort Bestand haben, die der Betriebsrat weiterhin Bestand hat und so weiter. Und das eigentlich, also das fordern wir ja seit langem, dass das eingehalten wird, was der Landrat versprochen hat beim Betriebsübergang vor anderthalb Jahren, nämlich es bleibt alles so, wie es ist. Es ändert sich nichts, nämlich also 100% Kreis, da würden wir ihn nicht gar nicht mal drauf festnageln, sondern wir würden sagen, Mehrheit, das reicht uns vollkommen. Es geht mit uns, mit Verdi, keine Gespräche bisher auf dieser Ebene, und das ist das Problem. Wir werden Lösungen finden, wenn man bereit ist, Gespräche mit uns zu führen. Man muss die Kosten im Auge behalten, das müssen auch die Gewerkschaften tun. Die Gewerkschaften in Deutschland sind immer volkswirtschaftlich sehr verantwortlich gewesen. Das eine ist ja ebenso wie das andere. Die Frage ist nur, wie bringt man es zusammen? Über Verhandlungen, indem man sich gegenseitig austauscht und miteinander spricht. Da
Bereich. Tarifverträge sind ja nicht einfach Papiere, die irgendwer mal irgendwo erlassen hat, also auch nicht der Minister und auch nicht die Regierung, sondern dahinter steckt immer, ja, auch viel Spaß an der Backe, aber dahinter steckt ja immer ein Interessensausgleich. Und der muss ja von den Beschäftigten, die davon betroffen sind, erfolgen und nicht irgendwo an anderer Stelle. Das ist immer Ausdruck der jeweiligen Kräfteverhältnisse in einer Branche, in einem Unternehmen. Also, 6.000 Euro.